Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für November in 2020 für den Aszendenten Widder. Wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, damit du dir das richtige Monatshoroskop anschauen kannst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir selbst errechnen kannst. Des Weiteren möchte ich dich gleich am Anfang darauf hinweisen, dass in diesem Jahr erneut 30 Exemplare deine Sterne in 2021 erstellt werden. Wenn du eines dieser Exemplare ja für dich persönlich reservieren möchtest oder vielleicht sogar an jemanden verschenken möchtest, dann hast du dazu jetzt die Möglichkeit und auch dafür besuche entweder die Webseite, die du hier eingeblendet siehst, oder klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. Gut, jetzt starten wir mit deinem Monatshoroskop. Wir haben bei dir im Aszendenten immer noch den Mars. Der Mars ist sehr, sehr lange in diesem Zeichen gewesen, weil er auch immer wieder rückläufig wurde. Er ist auch aktuell noch rückläufig, der Mars, und läuft erst wieder nach vorne ab dem 15. November. Das bedeutet, die erste Hälfte im November, da wirst du dich noch mit alten Zielen, Projekten, Vorhaben beschäftigen, die mit deinem Körper, mit deiner Persönlichkeitsentwicklung, mit deiner Lebensausrichtung zu tun haben. Diese zeigten sich schon im letzten Monat und da wirst du noch dran arbeiten, bevor Mars dann ab, ja, 15. November wieder nach vorne läuft, sodass du dann auch neue Themen hier mit dazu nehmen kannst. Du weißt ja, der Mars ist bei dir sowieso von Haus aus sehr wichtig. Er regiert ja über den Widder, den hast du im Aszendenten. Er beschreibt dich also wesentlich. Und so wird halt in der Zeit, wo der Mars sich jetzt in deinem Aszendenten befindet, werden diese Eigenschaften wie Impulsivität, vielleicht auch vorschnelles Handeln, ja, die Dinge nicht abwarten können, es geht dir nicht schnell genug, gleichzeitig aber auch sehr mutig sein, sehr willensstark sein, wird das sogar noch einmal verstärkt bei dir hervortreten. Gut, dann komme ich zum dritten Haus. Im dritten Haus befindet sich schon seit einer Weile und wird dort auch noch eine Zeit lang so sein. Der Mondknoten Rahu. Rahu verursacht einen gewissen Stress, eine gewisse Unzufriedenheit in den Bereichen des dritten Hauses. Das kann den Umgang mit Nachbarn betreffen, mit jüngeren Geschwistern. Es kann auch Stress mit Kurzreisen mit sich bringen oder eben auch, wenn es um die Kommunikation geht, sei es in Wort oder in Schrift und auch bezüglich deiner privaten Interessen oder eigenen Anstrengungen. Du kannst jetzt auch mehr Hobbys haben oder private Interessen, die etwas Fremdartiges an sich haben, die aus dem Ausland kommen, die nicht der Norm entsprechen. Naja, wie zum Beispiel die vedische Astrologie. Im gegenüberliegenden Haus befindet sich bei dir der Mondknoten Ketu. Der Ketu ist ja gut für alles Spirituelle. Das neunte Haus steht auch für den Glauben, für eine Religion, für eine Philosophie. Das Zeichen Schütze, unterstreicht das Ganze noch einmal, sodass der Ketu dir helfen kann, dich mehr mit Themen des Glaubens auseinanderzusetzen oder dort etwas zu vollenden. Aber gleichzeitig zweifelst du auch in diesem Bereich, ja? Und der Rahu im dritten Haus oder im Zeichen Zwillinge möchte ein Stück weit, dass du nicht nur irgendeinem theoretischen Glaubenskonstrukt folgst, sondern dass du damit experimentierst, dass du die Dinge für dich austestest. Und wenn sie dir wirklich etwas helfen, dann behalte sie. Und wenn es nicht so ist, dann suche eben nach einer anderen passenden Lebensphilosophie oder nach einem anderen passenden Glauben für dich. Das ist von Haus aus ein längeres Thema bei dir, denn diese zwei Mondknoten befinden sich dort noch eine ganze Weile. Dann haben wir im siebten Haus
Das ist gegenüber vom Aszendenten. Dort ist die Venus. Die Venus steht dort gut in ihrem eigenen Zeichen in der Waage. Die Venus hilft dir jetzt, wenn du in einer Beziehung bist, ja, liebevoller, respektvoller mit dem Partner oder der Partnerin umzugehen. Wenn du ein Mann bist, dann zeigt die Venus ja auch die Partnerin an. Und wenn du Single bist, wenn die Venus dann hier durchs Beziehungshaus läuft, ist das auch eine gute Zeit, um jemanden kennenlernen zu können. Aber bitte, das sind jetzt hier rein allgemeine Deutungen für alle Widder-Aszendenten. Natürlich spielen da noch mehr Faktoren mit hinein und das kann nur in einem individuellen Horoskop gedeutet werden. Nichtsdestotrotz kann das schon mal ein guter Indikator dafür sein. Ansonsten steht die Venus auch für Reisen, das siebte Haus ebenso. Oder auch für eine Selbstständigkeit oder für Geschäftspartner bist du selbstständig, dann kannst du jetzt ja mit mehr Liebe an deine Selbstständigkeit herangehen oder es ist auch eine gute Zeit, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und ein Stück weit solltest du dir auch etwas Gutes und etwas Schönes tun, gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Lasst es euch ein Stück weit gut gehen mit dieser Venus im siebten Haus, die dort bis zum 21. November ist. Und die letzten 9 Tage ist sie dann im achten Haus im Skorpion. Das ist jetzt das Haus der Schwäche. Hier werden sich jetzt dann mehr Schwächen zeigen, die mit den Themen der Venus zu tun haben. Die Venus steht unter anderem auch für Autos. Also es kann auch eine Reparatur mit dem Auto dann anstehen oder Herausforderungen mit dem Auto zeigen sich oder Schwächen werden dort aufgetan. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Bereich der Partnerschaft oder Beziehung, dass hier etwas transformiert werden möchte oder dass Schwächen angeschaut werden wollen, um dann letztlich, ja, an ihnen zu arbeiten und sie zu überwinden. Dann haben wir den Merkur im Zeichen Waage. Und zwar, wie lange ist er dort? Ja, bis zum 10. November. Er ist auch noch die ersten 3 Tage im November rückläufig, doch ab dem 4. November läuft der Merkur dann wieder nach vorne. Wenn er rückläufig ist, die ersten 3 Tage im November sollten Reisen vermieden werden, aber danach ist es dann wieder möglich zu reisen, sofern es überhaupt die Umstände aktuell erlauben. Und da sieht es eigentlich eher nicht so gut aus. Gut, doch das ist ein anderes Thema. Der Merkur ist somit fast den, beziehungsweise die ersten 10 Tage ist er noch im Haus der Beziehung, der Partnerschaft. Da wird noch einmal ein fairer Umgang miteinander gefördert oder auch Freunde, Beziehungen mit Freunden sind wichtiger in den ersten 10 Tagen im November. Auch gut für eine Selbstständigkeit, denn das siebte Haus und der Merkur stehen für eine Selbstständigkeit oder auch Marketing zu machen, um vorwärts zu kommen, generell um an Beziehungen zu arbeiten. Und die letzten 20 Tage ist er dann im achten Haus. Das achte Haus als Haus der Schwäche ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Haus. Das Positive daran ist, dass du jetzt, ja, etwas lernen möchtest oder kannst in den Bereichen des achten Hauses, Psychologie, Therapie, Esoterik, Astrologie oder ähnliche Themen. Da möchtest du jetzt forschen, da möchtest du dir Wissen aneignen, da möchtest du tiefer gehen. Dafür ist der Merkur gut zu gebrauchen. Ansonsten können sich auch jetzt Krisen ergeben mit Freunden in den letzten 20 Tagen im November oder auch mit getätigten Investitionen. Auch keine so gute Zeit vielleicht, um Investitionen zu machen, wenn der Merkur im Haus der Schwäche ist oder auch um Verträge abzuschließen. Dann haben wir auch noch die Sonne im achten Haus. Also du siehst, in diesem Monat ist das achte Haus dominanter bei dir. Die Sonne ist dort die ersten 2 Drittel des Monats. Also kann es auch zu Krisen kommen im Bereichen, die mit der Sonne zu tun haben, im Besonderen mit der Karriere, mit dem Beruf, Einbußen bezüglich der eigenen Vitalität oder auch wegen deinem Status.
Herausforderungen für Autoritäten wie den Vater zum Beispiel oder mit dem Vater oder mit einem Chef oder einer Chefin. Also auch hier ist jetzt die Sonne mit ihren Themen mit Schwächen behaftet. Bis sie dann rausgeht ins neunte Haus, da werden dann auch Themen, die mit dem Vater zu tun haben, wichtiger. Oder du bekommst dann auch im letzten Drittel des Monats Inspirationen, die dir helfen, ja, wieder mehr Sinn zu erkennen oder dass du damit mehr deinen Idealen und Werten folgen kannst. Oder du übernimmst mehr Verantwortung und Führung, vielleicht auch dadurch, dass du anderen Wissen vermitteln möchtest, dass du anderen Weisheit weitergeben möchtest. Die Sonne verlangt auch stets Opfer ab. Das bedeutet, der Umgang mit dem Vater wird dir auch gewisse Opfer abverlangen. Doch es liegt ja an dir, damit gut umzugehen. Es zeigten sich ja vorher auch schon die Schwächen. Und ja, da wirst du einen Weg finden in der Beziehung mit dem Vater oder auch in der Beziehung mit anderen Autoritätspersonen, einen Weg für dich zu finden, damit dann trotzdem gut umgehen zu können. Und zum Schluss noch die zwei großen Lehrer, die sind bei dir im zehnten Haus. Jetzt bleiben wir gleich nochmal beim Thema Beruf und Karriere. Das zehnte Haus steht für deinen Beruf und deine Karriere. Und sie befinden sich dort schon eine Weile und werden das auch noch bis Ende des Jahres sein. Der Saturn blockiert ein Stück weit. Gleichzeitig hat er dort auch Kraft und so besitzt du Ausdauer und Durchhaltevermögen, um beruflich vorwärts zu kommen. Gleichzeitig ist das Finanzielle vielleicht etwas, wo du Einbußen hinnehmen musst, denn der Saturn trennt dich jetzt mehr von finanziellen Themen und ja, Expansion ist jetzt auch nicht unbedingt angesagt beruflich und auch die Erfüllung durch deine Tätigkeit leidet jetzt ein Stück weit, weil der Jupiter hier sehr, sehr schwach ist. Gut, jetzt bin ich am Ende deines Monatshoroskops angekommen. Ich wünsche dir einen fantastischen Monat und wenn auch du dir deine Sterne für 2021 von mir erstellen lassen möchtest, für mehr Informationen, dafür klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. In diesem Sinne noch einmal alles Liebe, alles Gute und auf bald!